Meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur nächsten und ersten Ausgabe von unserem Oberkrainer Zirkus 2020. Es startet die Frühlingsedition und dies mit unfassbar tollen Musikanten und Musikgruppen. Haben Sie viel Spaß, gute Unterhaltung und wissen Sie was, wir wollen gleich mit toller Oberkrainer Musik starten. Sie kommen aus der Weststeiermark und Sie machen genau diese Musik mit vollstem Einsatz und mit größtem Vergnügen. Die Kaiserwälder Musketiere spielen auf für Sie und jetzt heißt es einfach nur mehr Let's Turn Around im Borka Sound. Auf geht's in diese Edition. Ausgabe Nummer 6, Oberkrainer Zirkus startet jetzt. Schön, dass Sie dabei sind. Sehr. Dieser Mann ist heute mit Abstand das größte und beste Highlight aus unserer neuen Ausgabe 2020 vom Oberkrainer Zirkus. Er ist der Mann, er ist der schnellste Jongleur mit diesem Werkzeug zuerst mal. Lieber Mario, ich freue mich unheimlich, dass du heute hier bist bei uns, denn Sie glauben mir das nicht, aber du bist ja direkt von Frankreich hierher gekommen. Ja, ganz genau. Ich habe jetzt zuletztes Mal bis Ende Dezember die komplette Jahre aufgetreten in Paris, in Moulin Rouge. Und der Dezember war fertig, mein Vertrag. Und jetzt sind wir in Februar, Ende Februar. Und da habe ich direkt von Paris, von Moulin Rouge angekommen, hier nach Österreich in Graz. Hier direkt angekommen bei uns in der schönen Steiermark wird er Sie, meine Damen und Herren, jetzt in wenigen Augenblicken begeistern. Du bist der schnellste Jongleur und es gibt tatsächlich auch mittlerweile zwei offizielle Rekorde von dir, die man im Guinness World Records Buch begutachten kann. Wann waren denn diese beiden Ereignisse? Also wann hast du diese beiden Rekorde aufgestellt? Der erste Guinness-Rekord habe ich aufgestellt in Deutschland, in Hannover. Das war mit 3 und 5 Keulen. Und der zweite, natürlich große Weltrekord, das war schon speziell, das war auf der Bühne in Moulin Rouge. Und ich meine, das war schon auch mit 5 Keulen. Und diese zwei Weltrekorde sind noch bis heute nicht, hat keine geschlagen. Ne? Also ich bin noch immer, ich habe auch das offiziell gegründet, diese Geschwindigkeitsrekorde. Also das habe ich auch kreiert. Und ich meine, und da halte ich das bis jetzt noch in die Nummer 1. Ne? Du bist nach wie vor die absolute Nummer 1, dich kann man jetzt begutachten, hier eben in der Steiermark. Und trotzdem, was mich interessieren würde, gibt es auch junge Talente, die du trainierst, oder trainiert da jeder für sich selbst allein, so wie im Sport? Also da gibt es einen, den Usain Bolt, der ist mit Abstand der Beste, aber trainierst du auch die Jüngsten? Ja, natürlich, ich habe 5 Kinder und, danke. Und die habe ich selbst trainiert und die sind in die Fußstäbchen, so wie ich, also die gehen schon in diese Richtung. Aber natürlich, ich war auf der Jonglier-Convention in Bremen 2002 und das ist eine von den größten Conventions, was in Europa gegeben hat. Und da natürlich habe ich viele so jüngere Generation, mittlere Generation eingelernt und so wie du eben gesagt hast, wie ein Trainer in Fußball oder so, dass er dann später trainiert. So habe ich meine Technik weitergegeben und auch meine Keule entwickelt. Die sind auch zu verkaufen und in der Schweiz hergestellt, ne, von einer richtigen eine Firma. Ne. Und deswegen meine ich so, das war Spaß, so mit neuen Kindern in sowas einlernen und ein bisschen von mir zu geben. Ich sage dir eins, ich wünsche dir von ganzem Herzen genauso viel Erfolg die nächsten Jahre. Was mich aber dann trotzdem interessiert, du sprichst den Fußball an, ich habe jahrelang Fußball gespielt und das erfordert sehr viel Training. Da muss man fast jeden Tag trainieren. Wie viel muss man trainieren, damit man wirklich immer der Schnellste und Beste bleibt? Ist das irgendwann dann Routine oder muss man das immer wieder aufrechterhalten und jeden Tag wieder von vorn beginnen? Wie sieht das aus? Also, ich habe angefangen mit 8 Jahren zu trainieren mit meinem Vater, der war mein Coach. Und die erste Auftritte habe ich gehabt, wenn ich 9 Jahre alt war. Also das ist jetzt 35 Jahre, bin ich in die Showbusiness, auf die Bühne, Manege, Zirkus und so weiter. Aber das will ich sagen, bei Anfang haben wir zweimal pro Tag trainiert, von 2 bis 3 Stunden. Darum, das ist bei Anfang sehr schwer, bei Jonglieren ist also schon ein bisschen ähnlich wie Fußball. Auch viel im Kopf. Sehr viel wie im Kopf und die Reflexen. Und ich meine, die Geschwindigkeit, mehr schneller jonglieren, muss man mehr achten. Und das ist genau so wie mit den Penalten. Eben, du kannst immer trainieren und dann einmal, du einfach die Penalte schießt und daneben. Und das kannst du nicht sagen, dass du das kannst nicht. Das ist schon bei Jonglieren genauso. Du kannst jonglieren, du kannst eben, aber natürlich, das kann immer ein Fehler, das kann runter mal fallen. Ne? Darum, das ist eben Fußball und Jonglieren so ein bisschen ähnlich. Aber ich meine, heutzutage, wenn ich habe ein oder zwei Auftritte, dann
wärme ich mich auf, so von 20 bis 30 Minuten. Und natürlich jeden Tag trainiere ich immer für mich selbst eine Stunde. Aber natürlich mache ich dann auch noch eine Stunde extra, so ein bisschen Fitness und so kleine Sachen, so Rennen und Fußball spiele ich oder Tischtennis, so, dass mir auch halt Schwimmen und so weiter. Ne? Natürlich halte ich auch ein bisschen Diät und so, dass wie ein Sportler, wie ein Fußballer. Du bist auch ein Spitzensportler. Das ist auch eine Art Spitzensport. Eine allerletzte Frage, weil wir wollen natürlich jetzt dich dann gleich in Aktion sehen. Ja. Du bist eben auch zu begutachten jetzt beim Luis Knie, fast jeden Tag. Das ist ein Wahnsinn, schauen Sie da vorbei, meine Damen und Herren. Aber meine Frage wäre gewesen, zum Beispiel, jetzt sind wir nochmals beim Fußball. Der Cristiano Ronaldo hat ja seine Füße versichern lassen, sollte da mal was passieren. Für dich wahrscheinlich das Wichtigste sind dann trotzdem die Hände. Wie schaut es da aus bei dir? Gibt es da Versicherungen oder muss man einfach vorsichtig sein? Nein, vorsichtig muss man schon sein. Da passe ich schon auf, ne? So wie ein Fußballer oder wie ein Geigler. Das passe ich schon auf. Aber natürlich, meine Hände habe ich mir auch versichert gelassen. Okay. Ja. Darum, das kann schnell ein Unfall passieren. Und dann einfach, das ist meine, wie sagt man, meine Arbeit, mein Beruf. Und so deswegen habe ich das so auch gemacht. Ne? Mein Lieber, wir klopfen auf Holz. Das bedeutet in Österreich, es soll nichts passieren, außer Gutes und Positives und Erfolgreiches. Alles Gute. Danke. Es hat mir irrsinnig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke auch. Ich kann nur eins sagen. Bühne frei für Mario Berusek. Viel Spaß!